Hallo, ich begrüße euch heute aus Los Angeles und ich habe ein paar Fragen gesammelt, die mir per E-Mail gestellt wurden zu unserem nächsten Workshop im Mai, den ich gerade auf die Internetseite gestellt habe, Into the Light, Reise ins Licht. Und da will ich euch heute mal ein bisschen drüber erzählen und einige der Fragen, die gekommen sind, beantworten. Wir erkunden in unserem Workshop Schritt für Schritt die einzelnen Aspekte einer Nahtoderfahrung. Und darüber ist eine Menge dokumentiert worden. Da haben wir sehr gute Ansatzpunkte und wir haben wunderbare vertonte Meditationen, die uns erlauben, in eine Nahtoderfahrung einzutauchen, in einem sehr sicheren Umfeld, mit der Gewissheit, dass wir auch wieder in unseren physischen Körper zurückkehren. Wenn sich das Bewusstsein vom physischen Körper löst, dann rutsche ich praktisch in eine außerkörperliche Erfahrung. Die kann auf verschiedene Arten und Weisen erlebt werden. Und das ist eine sehr individuelle Erfahrung und Wahrnehmungssache. Aber für mich persönlich hat jede außerkörperliche Erfahrung schon ein bisschen auch mit Sterben zu tun. Denn wenn sich mein Bewusstsein in ein nicht physisches Umfeld refokussiert, dann bin ich mit meinem physischen Körper in dem Moment nicht mehr in Kontakt. Eine Frage, die immer wieder gestellt wird, ist die, warum soll ich mich denn jetzt schon mit diesem Thema auseinandersetzen? Meine Antwort ist ganz einfach, weil du dich wahrscheinlich schon seit deiner Geburt mit dem Thema zumindest unbewusst auseinandersetzt. Denn das ist ja die zentrale Frage in unserem Leben. Wie geht es danach weiter? Oder vielmehr, was war davor? Wir kennen Bruchteile, es gibt sehr viele verschiedene Ansätze. Esoteriker schreiben über Reinkarnation, über vergangene Leben, über zukünftige Leben. Hier haben wir eine Möglichkeit, das Ganze sehr persönlich für uns zu entdecken. Ohne dass jemand sagt, so ist das, sondern du kannst selber schauen, wie ist das für mich? Zu was für Erkenntnissen komme ich? Denn ich bin als Workshopleiter nicht dazu da, euch zu sagen, wie die Dinge sind, sondern euch einen Raum zu bieten, in dem ihr sicher eure eigenen Erkundungen durchführen könnt. Und dabei hilft uns Hemisync, einen Zustand der tiefen Entspannung und einen Zustand des erweiterten Bewusstseins über längere Zeiträume sehr stabil zu halten. Robert Monroe hat in seinem letzten Buch mit dem Titel Über die Schwelle des Irdischen hinaus eine Bewusstseinsebene ganz besonders intensiv erkundet. Und das ist der Bereich, den er den Park oder auch Fokus 27 nennt. Und ein Teil unseres Workshops führt uns auch dorthin. Ich bin in den letzten 15 Jahren, die ich damit verbracht habe, insbesondere den Fokus 27 genauer zu erforschen, zu der Erkenntnis gekommen, dass der Tod nicht das Ende ist, auf gar keinen Fall. Und wenn der Tod nicht das Ende ist, dann muss es auch möglich sein, eine Brücke zu schlagen von hier nach dort. Meine Erfahrung sagt, dass die Bewusstseinsebene, die wir als physischen Tod bezeichnen, sehr nahe ist. Ein Aspekt, den wir auch beleuchten in unserem Workshop, ist die Kommunikationsmöglichkeit. Kann ich mit Verstorbenen kommunizieren? Oder vielmehr, kann ich generell mit Bewusstseinsformen kommunizieren, die nicht im Physischen verankert sind? Und das ist ein ganz interessantes Thema, denn da begeben wir uns auf eine ganz andere Plattform, in der es gilt, nicht physische Sinne zu schärfen und eine Sprache zu verstehen, die wir vielleicht bisher noch gar nicht gelernt haben. Wenn unser Bewusstsein in einer nicht physischen Umgebung fokussiert ist, dann stehen uns unsere physischen Sinne wie das Sehen, das Hören und das Schmecken und auch das Fühlen nicht in der gleichen Art und Weise zur Verfügung, wie das im Wachbewusstsein ist. Das bedeutet wiederum, dass wir die Sprache unserer nicht physischen Sinne lernen müssen und schauen, was sehen meine nicht physischen Augen oder was sehe ich mit geschlossenen Augen? Was fühle ich in einem Zustand der absoluten Tiefenentspannung, in der mein Geist hellwach ist und mein Körper aber tief, tief ruht? Und das sind Erfahrungen, die neu sind für die meisten.
und die sehr spannend sein können, weil sich da eine komplett neue Welt der Wahrnehmung auftut.